Dschungelwelt, ein Menschenfindelkind, dessen Eltern Wölfe sind. Er kennt sich aus, ist im Dschungel hier zu Haus. Ein frecher kleiner Mann, der mit Tieren sprechen kann. Doch am besten schaut ihr euch das selber an. Der Häuptling aller Wölfe, das war sein Papa. Und wenn's im Dschungel brenzlig wird, sind viele Freunde da. Freunde wie die Schlange K und wie Baloo der Bär. Bösewicht Schirkan, der jagt vergeblich hinterher. Mowgli, unser Held in der bunten Dschungelwelt, lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein. Auf der Abenteuerjagd, ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch. Denn Abenteuer gibt es hier genug. Wer außer dir könnte die eiserne Reserve gefressen haben? Ich weiß nicht. Ehrlich. Halt, hört euch erst mal an, was Bacchus zu sagen hat. Mowgli, du bist doch wohl nicht etwa der Komplize von Bacchus. Nun ist aber Schluss mit dem Durcheinander. In Zeiten großer Not ist es ein Verbrechen und eine Todsünde, die Fleischreserve zu stehlen. Es wird mit dem Tode bestraft. Doch ich verspreche euch, dass wir den Schuldigen finden. Ja, genau, wir werden ihn finden. Und bestrafen. Und schwer bestrafen. Mowgli und Bacchus, ich fordere euch beide auf, sprecht. Sprecht mit der Ehrlichkeit stolzer Wölfe. Also, wer von euch hat nun unsere eiserne Reserve gestohlen? Ich war's jedenfalls nicht. Ich bin's auch nicht gewesen. Na schön. Also, dann werden wir euch eben alle beide bestrafen. Alle beide? Aber Akela. Solange der Schuldige nicht gefunden ist, ist es dringend notwendig, die beiden Verdächtigen aus dem Rudel zu verbannen. Das ist unfair. Also ehrlich. Ich kann mir denken, wer es gewesen ist. Was? Oh. Das liegt doch auf der Hand. Was, Bagheera? Du hast ihn gesehen? Oh nein. Doch es war sicher ein Teufel. Ein Teufel? Immer dann, wenn das Wild im Dschungel knapp wird, taucht der Dschungelteufel hier auf. Vor ein paar Jahren hörte ich, dass das ganz besonders schlimm getrieben haben soll. Und zwar mit einer Affenhorde. Was ist geschehen? Die Affen hatten die leckersten Früchte gesammelt und diese in einem hohlen Baum versteckt. Aber plötzlich war die eiserne Reserve verschwunden. Jeder in der Horde nahm an, ein einzelner Affe hätte sie gefressen. Der Dschungelteufel hatte sie aufgefressen. Haargenau. Und der Teufel schlüpfte in jeden Affen in der Horde. Und die Affen haben sich gegenseitig umgebracht. Bagheera. Ich weiß, es ist eine schlimme Geschichte. Stimmt. Und dein Teufel hat auch hier die Hand im Spiel. Du, Akela, wie sieht dein Teufel aus? Einen Teufel kann man weder riechen, fühlen noch sehen. Ein scheußliches Wesen, das überall lauern kann. Und weißt du auch, was man tun kann, um einen Teufel zu besiegen? Vergiss niemals, dass du ein stolzer und mutiger Wolf bist. Ein Teufel, der das merkt, wird verschwinden. Ich komme wohl zu spät zur Feier. Was? Darf ich mir erlauben, dir eine wichtige Frage zu stellen? Sag mal, wo hast du dich eigentlich bis eben herumgetrieben, Fargas? Lass das, Bagheera! Ich habe mich bloß ein bisschen in einer verlassenen Höhle ausgeruht. Das ist doch nicht verboten, oder? Aber nein. Doch vielleicht solltest auch du dich vom Teufel in Acht nehmen. Hey, was ist denn los hier drüben, Tassen? Ihr habt wirklich allen Grund zur Freude, ganz bestimmt. Das Wild wird zurückkehren und die Blumen werden wieder blühen, in so großer Zahl, wie ihr es noch nie erlebt habt. Ehrlich? Aber ja doch, mein Freund. Hirsche, Büffel und Antilopen werden massenweise auf der saftig grünen Steppe weiden. Oh.
Nein, wenn das so weitergeht, brennt mir die Sonne noch ein Loch in meinen kuscheligen Pelz. Ich bin gespannt, ob die Antilopen, die Opa Fargas versprochen hat, noch auftauchen, bevor wir verhungert sind. Nun sei nicht so ungeduldig, Bacchus. Ich bin ganz sicher, dass Opa Fargas die Wahrheit gesagt hat, aber sowas dauert eben. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber warum sollte uns der Freund von meinem Papa anschwindeln? Grüß dich, Balu. Wo kommst du denn her? Och, ich war unterwegs. Ich habe mich umgesehen. Da hinten im Osten ist überhaupt nichts mehr los. Nicht die kleinste Nuss hängt am Baum. Sag mal, ist dir was über die Leber gelaufen? Ach, ich zerbreche mir über jemand den Kopf. Tatsächlich? Über wen denn? Mann, was habe ich für einen Hunger. Sowas. Ruhe. Klasse! Der Tisch ist gedeckt. Oh. Hey Opa, was machst du da? Die Ente gehört mir. Was? Oh, Kompliment, Mowgli. Klasse Wurf. Wirklich, ich wollte die Ente ja gerade Akela bringen. Dankeschön. Aber das mache ich schon selber, Opa. Oh. Kaum gewonnen, schon zerronnen. Los, diesmal dürfen wir die Beute nicht entwischen lassen. Ein Igelbärchen. Noch eine Pleite. So langsam glaube ich auch nicht mehr, dass wir hier noch Beute machen. Aber Opa Fargas hat versprochen, dass die Tiere zurückkommen. Und sie kommen auch nicht, Balu? Tja, das Einzige, was wir im Moment tun können, ist, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben dürfen. Wen haben wir denn da? Bitte, bitte, lass mich laufen. Ich bin doch bloß ein armer alter Wolf, der vor lauter Hunger nicht mehr selber jagen kann. Akela und sein Rudel sind meine Freunde und ich will nicht, dass sie deinetwegen streiten. Was geht hier vor? Dieser böse schwarze Teufel, helft mir! Behalt euch doch! Bagheera, erklär das bitte. Ich weiß auch nicht. Zu Hilfe, Akela! Warum hilft mir denn keiner? Zu Hilfe, helft mir doch endlich! Der spinnt. Oh, Bagheera, der alte Lump wollte die eiserne Reserve stehlen. Das ist nicht wahr. Doch, doch, Mowgli. Ich habe ihn auf frischer Tat ertappt. Ich wollte ihn aufhalten, aber der schwarze Kerl ist stärker als ich. Er hat mich überwältigt, auch wie ich, armer alter Wolf. Ist das wahr, Bagheera? Bagheera? Bagheera ist ein guter Freund der Wölfe. Er würde sowas nie tun. Aber andererseits ist Opa Fargas ein guter Freund von meinem Papa gewesen. Und ich glaube nicht, dass er uns anlügen würde. Tja. Ich bin ein Wolf wie du, Mowgli. Glaubst du, dass ich dich anlügen könnte? Ich war der beste Freund von Alexander. Nein, wartet, Freunde. Bagheera würde sowas Schlimmes nie tun. Geht doch mal runter. Also so ist das. Ich werde gehen, wenn mir keiner aus dem Rudel zu nahe kommt. In Ordnung. Aber lass dich hier nie wieder blicken. Ganz sicher nicht. Mowgli vertraut dir. Wenn du ihn reinlegst, kriegst du es mit mir zu tun. Bagheera, warte! Da
Danke, Opa Fagas, du hast die eiserne Reserve gerettet. Nun haben wir wenigstens eine Kleinigkeit zu essen. Wir sollten besser gleich damit anfangen. Bagheera! Du hast wieder Hunger, was? Das kann doch nicht wahr sein. Also gut, wir teilen die eiserne Reserve auf. Mütter mit ihren Jungen kriegen zuerst ihren Anteil. Sei nicht traurig, es wird sich schon alles aufklären. Glaubst du? Komm schon, Mowgli, sonst kriegst du nichts ab von der eisernen Reserve. Nein, danke! Hey, Mowgli! Los, hinterher! Nein, lass ihn in Ruhe! Da kann einem ja der ganze Appetit vergehen. Ach, was soll's schon sein? Vielleicht sollte ich erst mal Urlaub machen. Hey, was willst du denn hier? Oh, gleich habe ich's geschafft. Nun guck dir doch bloß mal diesen wunderbaren Dschungel da unten an. Sieht zwar im Moment sehr trostlos aus, aber viele gute Freunde leben da. Du willst also abhauen, ohne denen da unten auf Wiedersehen zu sagen. Warum nicht? Aber sowas macht man doch einfach nicht. Ich verstehe dich zwar, aber das ist nun wirklich nicht die feine Art. Außerdem würde sich dein Freund Mowgli sehr einsam fühlen. Aber er wird es verstehen, wenn er erst erwachsen ist. Außerdem kannst du ihm genauso gut alles beibringen, was er über den Dschungel wissen muss. Nein, danke. Hä? Glaubst du vielleicht, ich möchte ihm beibringen, dass er sich auf seine Freunde nicht verlassen kann? Na los, Bagheera, komm mit mir zurück, sonst verpasst du, wie Mowgli den Teufel vertreibt. Hast du denn gar keine Bedenken, dass er es nicht schaffen könnte? Wenn ich die hätte, wäre ich viel zu feige zum Zugucken. Komm, wir sollten uns langsam auf den Heimweg machen. Es wird etwas dauern, denn ich bin als Bergsteiger sehr ungeschickt. Wenn ich hier so runtergucke, weiß ich, was ich an Panther nicht leiden kann. Ho, 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 hilf mir doch mal! Stell dich nicht so an! Ich kann wirklich nicht glauben, dass Bagheera der Dieb ist. Dann muss es Opa Fagas sein. Nein, das glaube ich auch nicht, denn er war Papas bester Freund. Du meine Güte, ist das kompliziert. Vielleicht war es doch der Teufel, von dem Bagheera erzählt hat. Was weiß ich denn? Oh, du hast ja Hörner. So wie ein Teufel. Sag mal, bist du jetzt vielleicht auch ein Teufel? Nein, aber ich verstehe jetzt, was Bagheera damit gemeint hat. Aber es ist ja gar keiner hier. Wir sind alle auf der Jagd. Achtung, Mowgli, da kommt jemand. Ich nur wüsste, was ich machen soll. Also los. Mowgli! Halt, weißer Wolf! Oh nein! Opa Fagas! Getan. Komm, sag's mir. Ja, warum nur? Ich bin nun mal kein besonders ehrenhafter Wolf. Aus meinem Rudel haben sie mich deswegen auch rausgeschmissen. Als ich ein junger Bursche war, da sah die Welt noch anders aus. Ein prima Anführer war ich und auch ein guter Jäger. Alle im Rudel haben mich gern gehabt. Die Zeit verging und je älter ich wurde, desto nutzloser kam ich alter Knochen mir vor. Keiner wollte mehr was mit mir zu tun haben und bei der Jagd war ich eine richtige Niete.
Wie gesagt, sie haben mich rausgeschmissen. Und bei euch wusste ich mir nicht anders zu helfen, als eure Notreserve zu fressen. Ich weiß doch genau, wenn ich bei der Jagd nicht vernünftig mithelfen kann, dann habe ich leider auch kein Recht auf einen Anteil von der Beute. Und wie ist das mit meinem Vater gewesen? Hab ich alles erfunden. Ich habe ihn nur einmal gesehen, als er mir das Leben gerettet hat. Mowgli, was machst du da? Also war Mowgli doch der Dieb. Ach, was Blödsinn. Mowgli ist es nicht gewesen, oder? Das also hat Bagheera mit dem Teufel gemeint. Sie werden keine Ruhe geben, bis sie den Dieb gefunden und getötet haben. Ich bitte um Entschuldigung. Ich bitte um Entschuldigung. Verzeiht mir. Es tut mir leid. Aber Mowgli... Bist du es wirklich gewesen? Ganz sicher nicht. Ich gebe alles zu. Ich bin's gewesen, der die eiserne Reserve gestohlen hat. Sag sowas nicht! Oh. Hey, Baloo, Bagheera! Dann gibst du deine Schuld in allen Punkten unumwunden zu? Ja. Aber warum denn? Halt dich gefälligst aus unseren Angelegenheiten raus. Diese Sache geht allein mein Rudel an. Kennst das Gesetz, Mowgli? Aber das kannst du nicht machen. Er hat doch alles zugegeben. Du darfst ihn nicht mit dem Tod bestrafen. Seine Strafe wird noch viel schlimmer als der Tod sein. Du hast also die Fleischreserven gestohlen? Na schön. Dann bist du ab heute nicht mehr Mitglied unseres Rudels. Du hast deine Ehre als Wolf verloren. Ich kann dir nur raten, dich nie mehr blicken zu lassen. Für den Rest deines Lebens bist du ehrlos und ausgestoßen. Also geh! Akela befolgt das Gesetz? Das weiß ich auch. Wie gut, dass du hier geblieben bist. Ach, Mowgli. Ich bin ganz sicher, Akela, dass du gerade einen Riesenfehler gemacht hast. Die Versammlung ist hiermit beendet. Ihr könnt also beruhigt nach Hause gehen. Und Mowgli? Ich habe versucht, den Teufel zu vertreiben. Meine Beute, wo ist meine Beute geblieben? Da war ganz allein meine Beute drin. Der Teufel, zu Hilfe! Oh nein! Hilfe! Warum hilft mir denn keiner? Ich kann beim besten Willen nicht mehr widerstehen. Oh, bitte, Mowgli, hilf mir doch nochmal wie vorhin. Hey, ich hab keine Ahnung, wie ich dir helfen kann. Sag mir, was ich tun soll. Hey, misch dich da nicht ein. Was soll das denn, Bagheera? Ich glaube, jetzt haben wir den Teufel verjagt, Akela. Fein. Also hört mir alle zu. Wie ihr gesehen habt, war der alte Wolf von einem bösen Dschungelteufel besessen. Aber dank Moglis und Bagheeras Hilfe ist er gerettet. Ein weißer Wolf ist geboren. Geht es dir jetzt besser? Ich habe so das Gefühl, als wäre Alexander mir zum zweiten Mal begegnet. Ach, Opa. Oh. Schaut doch nur, schaut euch das an! Oh! Ah! Seht doch nur die Funken, wie kleine Blumen. Dann kommen sicher bald die Antilopen zurück. Wie du gesagt hast, Opa Fagas. Hey! Der ist schon wieder unterwegs, Mowgli. Aber du wirst ihn wieder treffen. Ihr seid doch Freunde geworden. Eben deshalb wird er mir fehlen. Das Feuer kitzelt die Wolken, es regnet, das Gras wächst, die Tiere kommen und ich habe endlich mal recht gehabt. Na, alter Knabe, hast du was gegen Gesellschaft? Ich nicht, aber du vielleicht. Mowglis Freunde sind auch meine Freunde und seinen Geschmack kann ich wohl ertragen.
Vorsicht! Muss das sein? Pass doch mal auf! Ich? Ja, wer denn sonst? Ich war nicht schuld! Wo bleibt denn der Hinterhalt? Hier! Ja! Das war euer Held in der bunten Dschungelwelt. Ein Menschenfindelkind, dessen Eltern Wölfe sind. Er kennt sich aus, ist im Dschungel hier zu Haus. Ein frecher kleiner Mann, der mit Tieren sprechen kann. Doch am besten schaut ihr euch das selber an. Der Häuptling aller Wölfe, das war sein Papa. Und wenn's im Dschungel brenzlig wird, sind viele Freunde da. Freunde wie die Schlange K und wie Baloo der Bär. Bösewicht Shere Khan, der jagt vergeblich hinterher. Mowgli, unser Held in der bunten Dschungelwelt, lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein auf der Abenteuerjagd. Ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch. Denn Abenteuer gibt es hier genug. Lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein auf der Abenteuerjagd. Ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch. Denn Abenteuer gibt es hier genug.